Ja, hallo Elektronikfreunde. In diesem Video geht es um eine Reparatur, in dem Fall um eine Reparatur einer KitchenAid vom Typ Professional 5 Plus. Das ist eine Küchenmaschine und das Problem bei der Maschine ist, dass die nur mit 110 Volt betrieben werden darf. Also hier der Stecker ist praktisch die US-Norm, also 110 Volt. Man braucht dazu also hier so ein Trafo von 220 oder 230 auf 110 Volt. Aber selbst wenn man jetzt die Maschine an den Trafo anschließt, dann fliegt diese Sicherung vom Trafo. Da ist also in der Elektronik hier oben drin irgendwas kaputt. Und ich werde das jetzt mal versuchen, wieder in Gang zu kriegen. Ich habe jetzt hier mal angefangen, das abzuschrauben. Also man kriegt zuerst hier dieses Alu-Band, was hier drum ist, ab von der Maschine. Und wenn das praktisch ab ist, dann sind hier noch Schrauben, die man lösen kann. Und dann kann man die gesamte Kappe hier abziehen und hat das Gerät offen. So, die Kappe ist nun ab. Und ja, was sieht man hier? Also erstmal hier ein Motor. Der treibt hier diese Welle an. Und also hier praktisch. Und das geht dann hier in das Getriebe sicherlich. Und dreht dann hier den Rührstab hier unten. Und dahinter sieht man jetzt hier die Elektronik. Wenn man jetzt hier so reinguckt, ist mir schon aufgefallen, da ist was schwarz. Also hier ist schon irgendwas mehr oder weniger kaputt gegangen hier. Und da in der Mitte innen ist nochmal auch irgendwas schwarz. Da ist irgendein Widerstand oder sowas. Und ich mache jetzt Folgendes. Ich werde die Elektronik natürlich rausnehmen. Eventuell mal gucken, wie der Stromlaufplan dazu aussieht und werde versuchen, dann das wieder hinzubekommen. Man sieht jetzt hier eindeutig nochmal, ich nehme an, das ist hier ein VDR oder sowas, Varistor, der ist hier auf jeden Fall durch. Also das sieht man da sehr schön. Also Reverse Engineering ein bisschen und ich hoffe, dass ich das dann wieder hinbekomme. Die Leiterplatte ist hier in so einem Kunststoff eingefasst. Das heißt, ich muss diese Schraube erstmal lösen. Und dann kann ich den Kunststoff praktisch abmachen und damit sollte auch die Leiterplatte dann rausgehen. So, das Kunststoffteil habe ich jetzt hier abgeschraubt und wenn ich das jetzt hier umdrehe, dann sieht man hier die Leiterplatte und man sieht auch ganz klar hier dieser VDR, der ist also kaputt. Der Widerstand. Dieser R15, da muss ich nochmal gucken, ob der wirklich kaputt ist oder ob das nur durch die Hitze verschmort ist, also die ringsherum war. Denn offenbar ist es hier wirklich sehr heiß geworden, hier auch am Stecker und so weiter. Also da werde ich jetzt erstmal gucken, was da los ist mit dem Widerstand. So, hier ist jetzt also die Platine mal ausgebaut. Die Steckverbinder habe ich natürlich abgemacht. Und jetzt sieht man hier eben den verschmorten VDR. Ich muss mal gucken, ob ich das da ein bisschen sauber mache, dass ich den Typ erkenne. Bei dem Widerstand, der ist noch zu erkennen. Das ist auf jeden Fall der ist ein 47 Ohm. Das kann man da auch noch abmachen, den Dreck. Das heißt, ich nehme mal an, dass der in Ordnung ist. Ich werde ihn aber trotzdem durchmessen. Hier vorne der Kondensator. Der hier ist ein 100 Nano, 104, 250 Volt. Ich nehme mal an, der ist auch nicht kaputt. Und der Rest sieht erstmal soweit okay aus. Ich schraube jetzt die Platine hier von dem Plastik mal ab. Und dann gucke ich auf der Rückseite nochmal, wie es da aussieht. Und dann werde ich zumindest den VDR tauschen und dann auch schon mal testen und die Bauteile nochmal so grob durchmessen, ob die in Ordnung sind. So, die Leiterplatte ist jetzt befreit vom Plastik und wenn man so umdreht, dann sieht sie doch ziemlich sauber aus. Da ist sogar noch ein IC drauf oder irgend sowas. Müssen wir mal gucken, was es ist. Ein paar SMDs hier auch noch. Und da ist aber jetzt nichts zu sehen. Also ich gehe davon aus, dass das auf der Seite hier auch alles in Ordnung ist, so dass ich mich dann auf diese Seite konzentriere und da mal ein paar Messungen durchführe. So, ich habe hier mal den VDR ausgelötet und wenn ich den hier mal mit dem Durchgangsprüfer überprüfe. Ja, also der ist
kurz geschlossen, das heißt, er ist defekt und damit ist auch klar, warum die Sicherung am Trafo fliegt. Der schließt praktisch die Eingangsbuchsencodes von den 110 Volt und dann muss natürlich eine Sicherung fliegen, in dem Fall vom Trafo. So, ich werde jetzt mal hier die Widerstände, die hier sind, mal alle durchmessen, soweit es geht. Das kann man durchaus mal machen. Jetzt dieser Widerstand hat 330 Kilo Ohm laut Ring, also 324, haut hin. Der nächste hat hier, glaube ich, ein Megaohm müsste das sein. Ja, jetzt ändert sich das. Das heißt, das ist ein Kondensator irgendwie parallel. Megaohm, haut hin. Der nächste hat hier 47 Ohm. Ich hoffe, dass der in Ordnung ist. Ja, haut also auch hin. Der hat hier 75 Ohm. Ja, kommt auch hin. Also die Widerstände hier auf der linken Seite, diese vier Stück, die sind eigentlich alle in Ordnung. Man sieht hier den Kondensator, der ist, denke ich mal, auch in Ordnung, aber ich werde da nochmal gucken mit dem anderen Messgerät, ob die Kapazität auch stimmt und dann sollte das eigentlich auch okay sein. Was ich jetzt noch mache, hier sind noch Dioden, die will ich auch mal kurz testen. Die hier, da steht jetzt gut und diese Durchlassspannung 0,57 Volt, das haut also ganz gut hin. Die nächste Diode ist auch okay. Diese Diode ist auch okay. Hier ist noch ein Widerstand, da schalte ich noch mal kurz um. 150 K. Und schau mal, ob der in Ordnung ist. Und man sieht ja, der ist eigentlich auch in Ordnung. Also die Teile, Gott sei Dank, dahinter sind also nicht kaputt gegangen, sondern nur der VDR. Und den werde ich dann tauschen. Den VDR habe ich besorgt und habe ihn hier auch eingelötet. Hier der blaue jetzt. Und jetzt werde ich die Leiterplatte wieder einbauen und das Gerät einfach mal kurz testen, ob es geht. Ja, wie man sieht, ist jetzt die Elektronik hier wieder eingebaut. Der Schalter ist hier nach hinten gestellt. Das heißt, das Gerät ist aus. Jetzt werde ich hier den Deckel mal rauf machen. Und die Maschine, dann das Kabel hier an den Trafo anschließen. Trafo ist eingeschaltet, Maschine ist aus. Und wenn ich jetzt die Maschine anmache, ich hoffe, man sieht es, funktioniert wieder, macht einen Höllenlärm. Also daran denken, diese Maschine ist für 120 Volt ausgelegt, nicht für 230. Deswegen muss man immer hier so ein Trafo dazwischen schalten. Sonst geht innen die Elektronik kaputt. Ja, das war's. Also für die, die das reparieren wollen, können das tun. Aber Achtung, hier wird auch mit hohen Spannungen gearbeitet. Immer spannungsfrei alles schalten, bevor man daran geht. Das war's. Tschüss. Hier noch ein Nachtrag von der technischen Seite. Ich habe hier mal so grob die Skizze gezeichnet, wie die Leiterplatte in etwa aufgebaut ist, so wie ich das erkennen konnte. Also auf der linken Seite haben wir den Spannungseingang 120 Volt, dann kommt ein Schalter, SW1 auf der Leiterplatte markiert. Dann haben wir hier den VDR, der sehr wichtig ist bei Überspannungen. Da schützt er eben nämlich den restlichen Bereich der ganzen Gesamtschaltung. Und dann zweigt sich das auf, einmal ein Kondensatornetzteil und einmal die Leistungselektronik hier mit dem Triac, der den Motor ansteuert. Das IC, was jetzt auf der Leiterplatte war, ist tatsächlich ein Mikrocontroller. Der Mikrocontroller ist ein 8-Bit-Mikrocontroller von ST Typ 8S003F3P6. Und der wird über das Kondensatornetzteil praktisch gespeist. Da kriegt er seine Spannung her. An dem Mikrocontroller ist dieser 10-Fach-Schalter ja, angeschlossen in einer bestimmten Form. Da sind noch ein paar Bauteile drumherum um diesen Mikrocontroller. Wichtig dabei ist, dass ein Ausgang von dem Mikrocontroller auch über einen weiteren Transistor, glaube ich, noch praktisch diesen Triac steuert. Triac ist hier vom Typ BTB16-600 und damit wird dann der Motor angesteuert, eben schneller oder langsamer. Also der Schalter stellt praktisch hier die Phasenanschnittsteuerung ein für den Triac, der den Motor dann treibt. Das ist so der grobe Plan von dieser Elektronik in der KitchenAid.